Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wie mich diese Kamera nervt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die arme Kamera, die kann nichts dafür. Aber sie ist halt schon ein bisschen kaputt. Wir haben gerade Sport gemacht, Lianchen und ich. Ben schläft in der Swing to Sleep. Jetzt war ich gerade eine Runde duschen und Liana ist zur Oma. Da wird sie jetzt kurz bleiben, weil sie sich das so gewünscht hat. Und weil Ben jetzt gerade schläft, habe ich gedacht, nehme ich gleich die Kamera in die Hand. Heute ist wieder einiges los. Wir haben heute Mittag Kindertouren. Wir müssen da früher hin, um alles aufzubauen. Ich muss mir noch ein paar Dinge überlegen. Parcours habe ich schon mehr oder weniger mir überlegt. Aber ich habe noch keine so extra Spielchen mir überlegt. Jetzt möchte ich aber erst kurz meinen Kleiderschrank machen. Ihr wisst, ich hatte ein Umstyling und ich werde jetzt radikal alles rausschmeißen, was nicht mehr passt, was nicht mehr schön ist. Ein paar Stilltops werde ich behalten für nachts, weil die einfach super praktisch sind. Aber ich möchte meinen kompletten Kleiderschrank jetzt aussortieren und einräumen, mal schauen. Ne? Wenn Ben wach wird, ist es dann wahrscheinlich rum. Aber ich möchte ein Sportabteil mit meinen Oceans Apart Sachen. Ich möchte ein Abteil einfach mit allen neuen Sachen. Ich habe ja Lelune Jumpsuits und Leggings und alle neuen Sachen von Shein oder es heißt Shein. Ich kannte die Marke vorher nicht, deswegen weiß ich gar nicht, wie man das nennt. Und das werde ich jetzt radikal machen und den kompletten Kleiderschrank neu machen. Mal gucken, ob es klappt. Schaut mal, eigentlich darf man so einen Kleiderschrank gar nicht zeigen. Immer wieder alles reingestopft. Das ist die Seite von André, die werde ich auch gleich mal ein bisschen schöner sortieren. Und das ist meine Seite. Und in meiner Seite sind einfach so viele Dinge drin, die nicht schön sind oder die alt sind oder die mir gar nicht passen. Und die werde ich jetzt mal aussortieren. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how we love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. Jetzt bekommt ihr einen kurzen Zwischenstand. Boah, ich bin jetzt bestimmt schon eine Stunde dran. Der kleine Ben ist auch schon bei mir. Der krabbelt hier auf dem Boden. Ich habe radikal aussortiert. Ich habe wirklich radikal aussortiert, weil ich hatte immer noch Schwangerschaftsteile im Schrank. Die sind jetzt alle in einer Kiste gelandet. Ne? Ich sag ja immer, zwei reichen, aber man weiß nie. Ich habe jetzt mal alles, was Schwangerschaft ist. Und da hatte ich wirklich noch kurze Hosen, lange Hosen, Oberteile, Pullis. Habe ich jetzt mal in diese Kiste gemacht und werde es zu den Babykleidern machen und einfach noch eine Weile aufheben. Weil viele sagen zu mir, warte mal, bis der Ben ein, zwei Jahre ist, dann willst du wieder ein Baby. Deswegen heben wir es noch auf. Aber das war dringend notwendig, wobei ich viele Dinge noch angezogen habe in den letzten Wochen, weil ich ja schon noch einen kleinen Bauch mit mir trage. Ben ist jetzt 6 Monate, ich habe immer noch einen Bauch, aber immer noch ist eigentlich echt ein falsches Wort. Bei Liana habe ich auch bestimmt ein Jahr, wenn nicht sogar 1,5 Jahre, die Schwangerschaftskilos mit mir rumgetragen. Und so ist es halt und das ist auch okay. Aber ich möchte weg von den Schwangerschaftskleidern, weil die sitzen nicht mehr richtig. Ne? Es ist halt schön, wenn der Bauch ein bisschen versteckt ist unter diesen Schwangerschaftsbündchen. Aber ich bin nicht mehr schwanger, deswegen weg mit den Schwangerschaftsklamotten. Hier sind Dinge gelandet, die ich wegschmeiße oder in einen Kleidersack gebe. Eine Schwangerschaftsleggings, die ich total liebe, aber die hat im Umzug ganz viele Farbflecken bekommen. Was ist denn das? Schau mal, da sind deine Spielsachen. Da sind deine Spielsachen. Ganz viele Farbflecken bekommen, deswegen muss ich die leider entsorgen, obwohl die echt noch gut ist, aber ja, nicht mehr schön.
viele, viele Stilltops, die einfach ja jetzt aussortiert werden, weil sie nicht mehr schön sind, weil ich sie nicht mehr tragen möchte. Und andere Dinge, die nicht mehr so mein Stil sind, die aber noch gut sind, die kommen in den Kleidersack. Also ja, das ist mein Haufen, der wegkommt auf jeden Fall. Kleidersack oder weggeschmissen. Und mein Kleiderschrank ist jetzt wirklich viel schmaler geworden, aber ich liebe es. Das ist die neue Hose von Shein oder Shein. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Zwei Jeanshosen, die ich noch nicht reinpasse, die aber sehr schön sind und in die ich nach meinem Sport jetzt bestimmt bald reinpasse. Dann habe ich hier die kurze Hose liegen, die neue. Und hier werden meine Lelune Leggings alle liegen. Da habe ich ja viele und die benutze ich super, super gerne. Und jetzt in Kombination mit so schönen T-Shirts und mit meinen neuen weißen Stoffschuhen sehen die auch echt gut aus. Pullis habe ich jetzt, glaube ich, wirklich die meisten noch verstaut und im Winterkarton. Das sind so kurze Pullis. Da habe ich drei Stück. Das ist der neue und da sind zwei sportliche. Ja, also da werde ich aus den Winterkisten bestimmt im Herbst noch einiges rausholen. Hier sieht es jetzt ganz anders aus, ihr Lieben. Ich habe jetzt noch drei Stilltops für die Nacht. Das sind die T-Shirts, die neuen. Da habe ich aber jetzt auch noch ein paar hier in dem Stapel, weil das ist der Stapel, der ist nicht so still geeignet. Ich habe ja zwei neue, die aber ziemlich hochgeschnitten sind. Da habe ich gestern schon zu Marina gesagt, zum Stillen wird das wahrscheinlich nicht so gut sein. Jetzt ist gerade wieder Lianchen zurückgekommen. Jetzt werden wir gleich Mittag essen und uns fürs Kinderturnen errichten. Deswegen mache ich jetzt hier noch schnell fertig. Wo war ich denn? Wo waren wir, Ben? Wir waren bei den T-Shirts. Genau, bei den T-Shirts. Die sind nicht so stillfähig, deswegen liegen die ein Stückchen weiter hinten. Und die stillfähigen, die sind halt noch nicht so viele. Aber ich habe ja auch sehr viel Jumpsuits an und jetzt ja auch noch Kleider dazu bekommen. Hier ist mein neuer Leinen-Jumpsuit und das Mintkleid, das alle so toll fanden. Dann habe ich vier Jumpsuits von Lelune und den Blazer noch dazu gehängt. Und hier habe ich meine Ocean Apart, die Sportkleidung hingelegt. Die schwarze Sets habe ich zwei und eins ziehe ich heute zum Kinderturnen an, eins ist durchgeschwitzt. Und da habe ich noch ein Hoodie und die zwei Pants, die man dazu bekommen hat beim Rabattcode, in rosa ausgesucht. Da unten sind unsere Schwimmkleidung. Die Andres habe ich jetzt natürlich nicht aussortiert, sondern einfach wieder schöner hingelegt. Das ist jetzt noch meine Baustelle. Aber der Ben hat keine Lust mehr, deswegen machen wir das später. Aber ja, er hat toll mitgemacht und das war jetzt schon eine Riesenerleichterung, dass ich endlich mal wieder so ein bisschen Ordnung drin habe. Und diese Ecke mache ich später. Jetzt mache ich noch die Schwangerschaftskleider weg und die, wo in den Kleidersack kommen. Und dann machen wir was zum Mittag. Toll, dass ich das jetzt heute Morgen geschafft habe. Das war echt so ein Riesenpunkt auf meiner Liste, endlich mal diesen Schrank auszusortieren. Und auch die Kommode der Kinder. Bens Schublade ist noch nicht aussortiert. Das mache ich heute noch, wenn ich es schaffe. Nach dem Kinderturnen, wenn nicht morgen. Lianas Schubladen habe ich komplett aussortiert. Und jetzt Andres Schrank nicht. Das muss er machen, aber schön hingelegt wenigstens. Und mein Schrank aussortiert. Jetzt werde ich uns schnell Vareniki warm machen. Einfach ins Wasser reinschmeißen, diese ukrainischen Teigtaschen. Und ich mache mir noch Zwiebeln dazu, angebratene. Und Liana isst das einfach gerne mit Schmand. Ben ist eingeschlafen, der war super quengelig jetzt am Schluss. Jetzt ist es 12:30. Wir wollen spätestens 13:30 heute los, also nur noch eine Stunde, weil ich ein paar neue Sachen beim Parcours ausprobieren möchte und ja, weil ich einfach nicht im Stress sein möchte. Das letzte Mal waren wir so im Stress. Jetzt richte ich mich aber natürlich auch nach dem Schläfchen von Ben, wenn der in einer Stunde wach ist. Gut, wenn nicht, dann gehen wir halt doch ein bisschen später. Das Kinderturnen fängt erst 15:00 an. Und eigentlich habe ich auch mit allen Mamis ausgemacht, dass die helfen bei dem Aufbau. Aber ich mag es trotzdem irgendwie lieber, wenn ich aufbaue. Wir haben nur eine Stunde zum Turnen. Und wenn ich warte, bis alle Mamis da sind oder bis ein paar Mamis da sind und dann aufbaue, dann ist die halbe Turnstunde rum. Und deswegen möchte ich einfach früher hin versuchen, einigermaßen alles aufzubauen. Wenn es ein paar schwere Dinge gibt, die ich nicht hinbekomme, kann ich immer noch auf die Mamis warten. Aber so, ja, der Großteil möchte ich einfach schon mal aufgebaut haben. Liana hilft mir immer. Ben ist manchmal so ein bisschen problematisch, wenn er nicht krabbeln möchte oder nicht abgelegt werden möchte. Mit einer Hand Baby und dann noch diese ganzen Dinge raushieven oder schieben. Aber meistens lässt er sich gut ablegen. Ja, Spülmaschine ausräumen, bei den Niki kochen. Die Teigtaschen sind jetzt hier gerade am Kochen. Wenn die oben schwimmen, dann muss man sie nur 5 Minuten kochen lassen. Und ich mache mir jetzt hier noch Zwiebeln, dann schmeiße ich meinen Teil hier rein und tue die so ein bisschen anbraten. Schmeckt total lecker und dann mit Schmand.
Unser schnelles Essen ist bereit. Ich habe, wie gesagt, noch Schmorzwiebeln dazu und ein bisschen Creme Vega und Apfelschorle. Und Lianchen hat einfach nur die Vareniki mit Schmand. Wir sind jetzt in der Sporthalle angekommen und ich bin gerade am Aufbau. Bin schon total aus dem Schwitzen. Liana probiert schon ein paar Sachen aus, die ich aufgebaut habe. Ich zeige es euch gleich. Aber erst muss ich ja wieder mal ein bisschen klarkommen. Ich habe ja so ein tolles Instagram-Profil, Kinderturnen-Ideen. Und da habe ich mir wieder ein paar Ideen rausgeklaut und versuche die jetzt gerade umzusetzen. Ich zeige euch einen kurzen Zwischenstand, weil wir gehen jetzt gleich in den Keller die Kleinteile holen und ich weiß nicht, ob ich es zeitlich schaffe, bis die anderen da sind, alles zu machen. Deswegen filme ich euch jetzt mal, dass ich wenigstens das gefilmt habe. Hier ist so eine Kletterrutschattraktion. Hier können sie hochklettern auf den Kasten und dann können sie entweder krabbeln, balancieren oder rutschen. Einmal für die etwas kleineren, einmal für die etwas größeren. Unten drunter eine dicke Matte und auf der anderen Seite so gelbe Bodenmatten. Aber ja, die Eltern sind ja beim Eltern-Kind-Turnen immer dabei. Deswegen, das ist jetzt was, was ich finde, nicht so sicher ist. Also gerade, ne, wenn sie da seitlich runterfallen, da müssen die Eltern schon dabei sein. Dann habe ich das aufgebaut. Das war so eine Idee eher für die Kleineren. Das fand ich total süß, auch zum Klettern oder Hüpfen. Immer ein Sprungbrett und einen kleinen Kasten dazwischen. Und hier, super! Hier werden wir jetzt gleich aus dem Keller noch eine Rutschbahn holen, die man einhängen kann und eine Leiter. Dann kann man auf der einen Seite hochklettern, auf der anderen Seite runterrutschen. Dann die drei Kästen muss ich noch wegmachen. Hier ist ein Trampolin. Ich habe den Kasten viel kleiner gemacht, dass man die Matte so ein bisschen drauflegen kann. Das fand ich auch eine schöne Idee, dass sie so ein bisschen höher hüpfen müssen wie sonst. Dass man eben hüpft, oben drüber hüpft und dann so ein bisschen eine Rutschbahn hat. Die Elemente habe ich rausgemacht, die mache ich jetzt noch weg. Und das ist so eine kleine Station mit Kinderturnmatten. Die geht so ein bisschen nach oben, die eine Matte. Dann kommt der Ring, durch den sie durchklettern müssen. So ein abgerundetes Teil, dann hier wieder eine Schanze und hier eine Treppe. Das ist natürlich super, dass der Turnverein solche Dinge hat und solche Möglichkeiten. Genau, jetzt holen wir noch die kleinen Dinge und dann geht's gleich los. Jetzt war es wirklich so, dass 2 Minuten nach dem Vloggen die ganze Turnhalle voll stand. Also gut, dass ich noch ein bisschen gevloggt habe. Es war wieder sehr schön, es waren viele da heute, ne Liantin? Auch wieder neue. Und Milo war neu. Wir werden jetzt in den DM fahren. Wir haben noch ein paar Dinge auf unserer Liste. Wir wollten einen Sensor-Seifenspender holen, weil Liana kann komplett alleine ihre Hände waschen. Sie hat ein Treppchen, sie kommt an den Wasserhahn, aber die Seife kriegt sie nicht immer raus, ne Liana? Unser Seifenspender ist so ein bisschen schwierig. Deswegen wollten wir so einen Sensor kaufen, dass sie einfach nur ihre Hand drunter machen muss. Neue Tattoos wollten wir kaufen, ne? Hab ich dir versprochen? Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Dem Ben gefällt das Auto, ne? Omas Auto gefällt Ben. Ben hat ein bisschen geschlafen, ein bisschen mitgemacht, war auch ganz gut. Also ja, wir fahren jetzt zum DM. Wir sind wieder zu Hause, ihr Lieben. Wir waren noch kurz im DM und im Bioladen und ich zeige euch gleich mal meine Ausbeute. Ich möchte jetzt gleich eine Tomaten-Knoblauch-Butter machen im Thermomix und ich nehme euch da mit, weil die so lecker ist. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Zutaten da. Ich zeige euch mal, was ich eingekauft habe. Ganz schnell, was in den Gefrierer muss. Einmal Knusperpommes. Morgen Mittag habe ich nämlich Pommes und Tofu-Würstchen geplant. Dann Gurke und Avocado für Ben, für Brei frei. Eine Avocado aber auch für mich, fürs Brot heute Abend. Wir machen heute Abend einfach Brotzeit. Für André habe ich noch Kochschinken mitgenommen. 2 Aufstriche Beluga-Linse-Balsamico. Und rote Beete-Meerrettich. Dann eine Milch, vegane Hacksteaks aus dem DM. War ganz neu, wollte ich mal ausprobieren, ob die auch lecker sind. Kakaokekse für Liana, 2 Mülltüten. Heute beim Schrank ausmisten habe ich gedacht, ich müsste einen Langzeitmottenschutz mal reinhängen. Deswegen der. Dann einmal Gouda, Tomatenmark brauche ich für die Knoblauch-Tomatenbutter. Wie auch Chili, wie auch getrocknete Tomaten. Knoblauch und Butter. Lianchen wollte wieder Tattoos, Nagellackentferner, ne? Weil wir ja jetzt Nagellack drauf hatten, Kinderzahngel, Fruchtriegel und ich habe jetzt, weil ich so Kohldampf hatte nach dem Turnen, so einen Tomatentwister mitgenommen im Bioladen. Also ja, nur Kleinigkeiten, wir werden jetzt eben Brotzeit machen und kalt essen
und diese Knoblauchbutter, Knoblauch-Tomatenbutter, die koche ich jetzt. Das ist sie, die leckere Tomatenbutter. Ihr Lieben, jetzt ging alles irgendwie drunter und drüber. André kam nach Hause, hat dann schnell was gegessen, weil der ja noch mit Mia los musste. Und dann wollte ich eigentlich essen, aber dann waren die Kinder beide so drüber, dass ich die schnell ins Bett bringen musste. Jetzt schlafen beide. Jetzt werde ich hier die leckere Tomatenbutter genießen und den Vlog schneiden und dann falle ich auch todmüde ins Bett. Das Turnen hat mir heute irgendwie echt den Rest gegeben. Das Wochenende war ja schon nicht ganz so erholsam und jetzt war es heute auch wieder eher stressig. Morgen gehen wir in den Europapark. Das haben wir uns einfach spontan entschieden. Also so spontan war es nicht. Ich glaube, am Freitag habe ich die Tickets bestellt. Und da freuen wir uns drauf und nehmen euch natürlich wieder mit. Deswegen muss ich jetzt schnell ins Bett, ihr Lieben. Also, so in 2 Stunden. Bis zum nächsten Vlog. Ciao.